Der nächste Redner von der Liste Pilz, Wolfgang Zingel. Der Rechnungshofsbericht, zeigt uns, dass nur 20 von 61 Studienfächer noch Kapazitäten frei haben. Das ist weniger als ein Drittel. Der Rest ist überlaufen, und überlaufen heißt nach dem Rechnungshofbericht, dass auch zu wenig Betreuungsangebot, zu wenig Lehrpersonal für zu viele Studierende da sind. Und dem kann man entgegenwirken, indem man beispielsweise die Anzahl der Studierenden senkt. Das macht man am besten mit Zugangsbeschränkungen. Dann haben wir für die wenig Lehrenden weniger Studierende und alles passt, könnte man sagen. Im Extremfall bräuchte man für überhaupt keine Lehrende gar keine Studierenden. Ein Weg, der vom Rechnungshof natürlich nicht empfohlen wird, aber die Tendenz geht ein bisschen, Frau Präsidentin, in die Richtung, wir haben das im Ausschuss schon besprochen, wenn der Rechnungshof empfiehlt, dass man für Studienfächer, die überbelegt sind, auch Zugangsbeschränkungen andenken sollte. Einfach nach dem Motto, besser weniger Studierende, die gut betreut werden, als Massenuniversitäten ohne diese Betreuung. Das klingt ja irgendwie ganz gut, aber andererseits könnte man das auch ganz umgekehrt denken. Man könnte überlegen, ob nicht beispielsweise für mehr Studierende, die ja auch mehr und höhere Bildung gewährleisten, mehr Lehrpersonal eingestellt werden könnte. Nämlich auch dann werden die Fächer nicht mehr überbelegt. Und eines zeigt uns der Rechnungshofbericht jedenfalls am Rande, und das steht nicht ausdrücklich drinnen, dass das Argument nämlich für die Befürworter von Zugangsbeschränkungen, wenn irgendein Student oder eine Studentin das Lieblingsfach nicht belegen kann, weil es zu voll ist, dass sie dann auch gerne auf ähnliche Fächer ausweichen könnten. Dieses Argument ist sehr schwach. Das zeigt uns der Rechnungshofbericht, indem er nämlich aufzeigt, welche Studienfächer überbelegt sind. Also Beispiel, Medizin ist überbelegt, Ausweichmöglichkeiten, Pharmazie auch überbelegt, Ausweichmöglichkeit, Psychologie auch überbelegt, Ausweichmöglichkeit, Veterinärmedizin auch überbelegt. Also eigentlich gar nichts in der Richtung. Schauen wir uns was anderes an. Erziehungswissenschaften überbelegt. Wenn man jetzt ausweicht in Richtung Lehrer oder Lehrerin von irgendwelchen Einzelfächern, alle diese Lehrkräfteausbildungen sind überbelegt. Die Sozialwissenschaften und Verhaltenswissenschaften überbelegt. Soziologie überbelegt. Auch da eigentlich alles überbelegt. Was bleibt also jetzt jemandem über, der nicht auf Ähnliches ausweichen kann, dass er etwas studiert, was er gar nicht möchte? Also beispielsweise jemand, der, sagen wir mal, Sprachen studieren möchte, überbelegt, könnte Chemie studieren. Das ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich sage, die Motivation ist am größten. Aber auch da könnten wir Folgendes überlegen, wenn alle, die noch nicht überbelegt sind, plötzlich von denen besucht werden, die ausgewichen sind von den bereits Überbelegten, werden auch die jetzt noch nicht Überbelegten, also die noch Kapazitäten frei haben, sehr bald voll sein. Mit einem Wort, wir haben zu wenig Studienplätze für die, die gerne studieren wollen. Und das ist für ein reiches Land wie Österreich eigentlich ein Armutszeugnis. Das wesentlichste Argument gegen die Zugangsbeschränkungen ist aber in Wirklichkeit die soziale Selektion, die immer mit diesen Zugangsbeschränkungen einhergeht. Einfach weil Studierende, die etwas Bestimmtes studieren möchten und aus einem gebildeten Haushalt kommen, schon den Startvorteil haben, dass sie die entsprechenden Aufnahmeprüfungen leichter bewältigen oder entsprechende Kurse davor, die oft 2.000 Euro oder so im Semester kosten, leichter belegen können und daher es keine Chancengleichheit auf dem Sektor gibt und auch keine Möglichkeiten hier die Leistung zu bewerten, die es eigentlich ist, wenn man von wenig Bildung auf eine höhere steigt, im Unterschied zu einer kleinen Steigerung einer bereits vorhandenen Bildung zu einer noch größeren Bildung. Ich hätte mir daher gewünscht, Frau Präsidentin, ich habe schon gesagt im Ausschuss, dass der Rechnungshof eher empfiehlt, der Regierung empfiehlt, dafür Sorge zu tragen, dass die Studierenden die Möglichkeit bekommen, ihren Neigungen entsprechend ausgebildet zu werden und studieren zu können. Aber das ist wahrscheinlich zurzeit ein Wunsch ans Christkind. Danke.
Studierende sollten die Möglichkeit bekommen, ihren Neigungen entsprechend das Studium auswählen zu können, fordert Wolfgang Zingel von der Liste Pilz.